Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Mammutprojekt von mir. Ich bin der Train und wir werden zusammen Persona 5 Royal spielen, die erweiterte Version von Persona 5. Persona 5 Royal kam am 31. Oktober 2019 auf den Markt und bietet viele Quality of Life Upgrades und ein drittes Semester gegenüber seinem Original Persona 5. Gleich vorweg, wenn dieses Projekt an den Start geht, ist mein altes Persona 5 Projekt auf privat geschaltet. Das heißt, ihr werdet das nur noch unten in der Playlist finden. Dieses Let's Play Projekt wird anders als mein erstes Persona 5 Projekt ablaufen. Wir werden keine Sozialwerte leveln, das heißt kein Lernen, kein Mut, kein gar nichts. Das ist nämlich alles schon voll. Dafür werden wir alle Freundschaftslevel aufs Max bringen. Das heißt, wir sehen alle Cutscenes im Spiel, die man sonst nur mit ganz viel Aufwand, wenn man alles machen will plus Sozialwerte, in einem Run bekommt. Diesmal werden wir uns das leichter machen. Wir haben auch andere Vorteile durch das New Game Plus, das werdet ihr sehen. Außerdem kann ich euch dieses Projekt endlich bringen, weil ich einen 4K-Bildschirm habe und ich kann das Ding endlich in 4K aufnehmen. Das heißt, heftige 4K-Qualität ist am Start und ja, es gibt gar nicht mehr zu sagen. Es wird anders. Wie gesagt, wenn ihr das alte Let's Play sehen wollt, wo wir auch Sozialwerte leveln, dann schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr das alte Let's Play. 100 Parts ist es lang. Ja, wir werden versuchen, auch in dieses Let's Play alle Enden zu bekommen. Deswegen werde ich ab einem bestimmten Punkt eine Zeitweile parallel nebeneinander zwei Spielstände spielen müssen. Also wundert euch da nicht, nur damit ich es euch jetzt angekündigt habe. Ich habe jetzt aber genug geredet. Wir werden ein Spiel laden. So, und wir haben nur einen Spielstand. Das ist dieser, mein durchgespielter Spielstand von 224 Stunden und 53 Minuten. Genau, ich habe auch alle Personas, aber auf die werden wir keinen Zugriff nehmen, außer für ein Confidence später. Wir werden das Spiel mit, wir müssen uns Personas immer noch fangen. Wir werden nicht Personas nehmen, die ich aufgerüstet habe. Wir werden aber auch keine Personas registrieren brauchen. Gegen Ende, im dritten Semester, werde ich ein paar geile Personas mitnehmen. Aber so lange werden wir mit den Personas klarkommen müssen, die wir halt auch finden. Damit es nicht zu langweilig wird. Damit ihr da nur Bescheid wisst. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Gehen wir ins Spiel. Warten wir nicht lange. Los geht's. Ja, Daten geladen. Los geht's. In Neues Spiel Plus kannst du folgende Daten des abgeschlossenen Spiels in das neue übernehmen. Personas, Persona Compendium, Gegneranalyse-Infos. Status, Sozialwerte, TP und SP-Erhöhungen, Effekte von Jazzclub-Cocktails. Gegenstände, Ausrüstung, Schusswaffenanpassungen, Skillkarten, Dartsets, Angeln, Permapick, Geld. Sonstiges, Herausforderungskampfpunkte, Belohnungen, gesammelte Stempel, Spielzeit gesamt. Okay. Auch diese Geschenke deiner Vertrauten werden mitgenommen. Weihnachtsgeschenke, Abschiedsgeschenke. Trägst du eine Persona derselben Arcana wie der Vertraute, verbessert sich die Beziehung noch schneller. Einige Vertrautenfähigkeiten sind sofort wieder verfügbar, wenn jemand wieder dein Vertrauter wird. Möchtest du deinen abgeschlossenen Spielstand übertragen? Ja. Du übernimmst jetzt abgeschlossene Speicherdaten und startest das Spiel. Okay, los geht's. Diese Monogatari ist Fiktion. 作中のいかなる人物、思想、事象もすべて紛れもなく、キクンの現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。以上のことに同意した者にのみ、このゲームに参加する権利がある。Leute, hier werden wir das erste Ending freischalten, nämlich mit Ich bin nicht einverstanden. なるほど。これから起こることはすべて現実である。 キ君がそう認知するということだな。ならば残念だが、このゲームに参加させるわけにはいかぬな。お帰りいただこう。Okay. Das war das erste Ending vom Spiel. Jetzt gehen wir aber wirklich ins Spiel und jetzt blende ich auch meine Kamera aus und ja, seid gespannt. Ja, wir werden das übernehmen. Los geht's. Auf. この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象もすべて紛れもなく、キ君の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。以上のことに同意した者にのみ、このゲームに参加する権利がある。 Ich bin einverstanden. 確かに受けたまわった。
今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めに抗い、変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。何時トリックスターよ、今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今なら逃げられる。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。So, Leute, es geht los. Auf geht's, wir sind im Spiel. Puh. So, dann wollen wir mal. So, der erste Part wird ein Schnittfest, weiß ich jetzt schon. Let's go. Dann wollen wir mal. Huiuiuiui. Was machen wir denn am besten? Ja, wir greifen einfach an, würde ich sagen. Wundert euch nicht, dass das so viel HP kostet. Guckt mal auf unsere HP an. Und unsere SP sind auch nicht wenig. Let's go. Dann besiegen wir den mal. Tschüss. Und weg mit dir. Na dann, auf! Gehen wir durch die Tür. Oh yeah, es geht los! Dann weiter. So. Auf. Ich habe so lange auf dieses Projekt gewartet und endlich geht's los.
Okay, weiter geht's. Das ist übel. Versteck dich, Joker. Du kommst nie da weg, wenn du immer weiter kämpfst. Versteck dich in den Schatten und schleich dich im richtigen Moment vorbei. Bist du sicher, dass er hier reingekommen ist? Verstanden. Ich setze die Suche fort. Was? Das ist deine Chance. Renn weg. Dann mal los. Verdammt, wie viele davon kommen denn noch? Na, alles okay. Die Sicherheitsstufe könnte erhöht werden, wenn du dir zu viel Zeit lässt. Ich weiß. Ich suche nach einer anderen Route. Gib mir noch einen Moment. Oh, perfektes Timing. Joker, da oben. Kannst du das Ding benutzen und darüber fliegen? Los. Alles klar. Geh von dort aus einfach geradeaus. Ja, dann mal los. Joker, stopp! Gegner da, sogar in der Nähe. Diese Masse, Joker, ne, ja, was? Joker, sagt die mühsame Reaktion, ist sogar in der Nähe. ようやくお別れできます。ジョーカー、そいつ、妙な反応の正体。仮を作ったままの自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。敵反応減ってるけど、あいつは。やったまろす。Aber wir werden leider zuerst angegriffen. Ja, dann gucken wir mal, was du drauf hast. Auf geht's! これで全部ですかね。なんかもうよくわかんないけど、無事ってことでいいんだな。ってまずい、そっちに追ってきてる。すぐ逃げて。行ってください。その方が見つかりにくいですし、回答としてまだやることがあるんですよね。なら止めません。回答団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど前に言った約束忘れないでくださいね。てかジョーカー早く逃げて。よし行くぞ。 Geh am Ende des Weges die Treppe hoch. Es ist nicht mehr weit. Halte noch etwas durch.Okay, dann machen wir das mal. Let's go.
そこが出口のはずだよ。これはそういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいまねしてくれるね。無茶なんだから、ったく。とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法だのに期待してるのか？聞かれたら答えろと言ってるだろ！異謀に脅迫、名誉毀損、凶器準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？ Es hat mir gefallen. Alles ist so verschwommen. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, Leute, wir werden auf ganz normal spielen. Nicht schwierig, beeinflusst die Story sowieso nicht, also normal. Ja. Zuni noru na yo. Koko ni namae o kake. O mae meigi no jihaku chousho da.そうか。サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。Okay, jetzt müssen wir uns für unseren Namen entscheiden. Der ist eigentlich... Moment. Klar wie Kloßbrühe.
Ich hoffe, das passt doch. Ich muss mir leider nur auch eine Nachname überlegen. Ja, extra für euch, dann werden wir YouTube. Nee. Ich nenne mich. Ja, ich habe jetzt gerade keine Idee. Ich nenne mich einfach nach dem Black Cat Manga, woher auch mein Spitzname kommt. Weil, wenn die mich als YouTube-San ansprechen, ist das auch beschissen. Oder so. So, das sollte passen. Ja. Train Hartnett, das ist mein Name. Schütze, この先は地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して、緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに、新島再検事ですか？たった今、お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直、迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか？そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。あまり期待はしてないがね。ああ、ケンジさん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口が分からなかったから。Warum willst du das wissen? 裁判に使えるかは問題じゃない。知る必要があるの。これは私の仕事なんだから。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？話しなさい。すべてをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた。運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。
この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来のために。本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。感じはしてるんですけれども。So, Leute, hier sind wir auch im Spiel. Was ich hier jetzt gleich sagen muss, ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel mit Facecam spiele oder nicht. Ich nehme es separat mit Facecam halt auf, wie immer, aber das UI bietet sich halt ganz schwer für Facecam-Aufnahmen an. Ich wüsste nicht, wo ich sie jetzt hier hin platzieren soll, außer links in die Ecke. Aber sobald dann Charaktere mit mir reden, kann die Facecam links in der Ecke halt nicht mehr bleiben. Wir müssen mal gucken, wie ich das mache. Wir schauen mal. Lasst euch überraschen, ob die Facecam hier eingeblendet ist oder nicht. Wir gucken mal. So, gehen wir aber erstmal in die Seitenstraße rein. Let's go. Gucken, was uns hier erwartet. Ab heute kümmert sich Sojiro Sakura um mich. Sein Haus müsste in den Seitenstraßen dieses Wohngebietes liegen. Gut, Tutorial-Kram brauchen wir nicht. Kennen wir alles. Oder kenne ich alles. Was war das? Ich will nach dem Weg fragen. Du willst zu dieser Adresse. Das ist in einer Seitengasse, weiter hinten. Du gehst nach der Wohnung mit den Treppen rechts. Okay. Einfach nach der Wohnung mit den Treppen rechts, also hier lang. Dann brauchen wir mit den anderen nicht reden. Das müsste dann hier sein.
Auf dem Namensschild steht Sakura. Das dürfte dann wohl Sojiro Sakuras Haus sein. Ich habe geklingelt, aber es sieht nicht so aus, als würde jemand aufmachen. Vielleicht ist er ausgegangen. Anscheinend ist niemand zu Hause. So, da. Sakura-san ist in dieser Zeit im Laden. Aber Lubran ist in der Uraroji und die anderen Heizungen sind vor. Okay. Dann wissen wir, wo er ist. Im Leblanc, das befindet sich in der anderen Seitenstraße. Es gibt ja nur noch eine, die irgendwo hinführt. So. Und Kaffee wird ja auf der Karte angezeigt. Das müsste dann hier sein. Ja, Café Leblanc. Dann gehen wir mal rein. Los geht's. Es sieht so aus, als wäre das hier das Leblanc. Ich gehe rein. お客を乗せたまま逆走ですからね。公共の交通機関なのに。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってんのかしら。この前もあったじゃない。ねえ、盾は真珠の養殖に使う貝の名前と。そうか。今日って言ってたな。ごちそうさん、お代置いとくよ。毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？いや、変な暴走事故続いてるじゃない。この辺でも起きなきゃいいなってね。興味ないな。また来るよ。コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。Bitte kümmere dich um mich。さくら宗次郎だ。1年間お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったら、お前がね。聞いてるか？うちの客とお前の親が知り合いで。まあいいか。ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。Ziemlich groß. あとは自分で片付けろ。店閉めたら俺は引き上げる。夜は一人になるが悪さすんなよ。騒いだら放り出すぞ。さてと、一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。で、前歴がついたお前はあれて地元の高校を退学処分。裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾と。要は厄介払いされてここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう一年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。Bewährung？ お前な、保護観察期間だよ。来年の春までだったよな。だから1年の約束なんだろ。問題起こせば少年院送りだぞ。
明日囚人に行くからな。囚人？囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ。先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねえんだからな。せっかくの日曜だってのによ。ああ、届いたお前の荷物置いといたからな。Ich wohne ab heute hier. Da sehe ich doch lieber mal nach, was da drin ist. Okay, ja, machen wir. Das ist der Karton, der von zu Hause geschickt wurde. Er ist voller Kleidung und allem, was man sonst so braucht. Ich ziehe mir erstmal was Bequemeres an. Okay, und nochmal. Wenn ich hier alles wegräume, sollte ich auch gleich putzen. Das Sofa ist total verstaubt. Man kann es schon noch verwenden, aber ich muss erst einmal gründlich sauber machen. Ein Schreibtisch mit einem Stapel Bücher darauf. In dem Zustand kann niemand ihn als Schreibtisch benutzen. Ich sollte mit Putzen anfangen. Ganz schön spät schon. Ich habe wohl lange aufgeräumt. Andaya. Badawata shiteru to omottara hontou ni souji shite ta no ka? Chotto mashi natta na. Ma a jibun no heya nan da shi, atarimae no koto nan da kedo na.どうせやることねえだろ。さっさと寝ちまえよ。俺も店を閉めて上がるからよ。夜更かしして体調崩しても面倒見ねえからな。Die Zeit vordrehen. Ja, ja, kennen wir. So, Leute, da sind wir zurück.Wir werden noch ein bisschen spielen. Die Parts werden so zwischen 45 Minuten und eine Stunde gehen, weil das ist ein extrem langes RPG. Ja gut, dann legen wir uns gleich schlafen. Wir können jetzt im Moment eh nichts mehr machen. Und ab heute ist das mein Zimmer. Ja. Verhaftung. Prozess. Vorbestraft.Aber das konnte ich nicht einfach ignorieren. An dem Tag. Ich bin ziemlich spät nach Hause gegangen. Okay. Dann gehen wir mal. Da streiten sich doch ein Mann und eine Frau. Sie scheinen da vorne zu sein. Wird Zeit, sie zu retten. Ja. Der betrunkene Mann scheint die Frau dazu belästigen. Sie ist in Gefahr. Ich kann das nicht ignorieren. お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。おい、何見てんだ。向こうに行け。見せもんじゃねえんだ。失せろ、ガキ。
見ろ、お前がトロイからだ。車に乗れ。So eine komische App, die irgendwie auf meinem Handy gelandet ist. Das Symbol sieht aus wie ein Auge. Ich dachte, ich hätte sie gelöscht. Meine Augenlider werden ganz schwer. ようこそ、私のベルベットルームへ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ、姿勢を正せ。ようこそ、お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするためだ。 Ich will gehen。 わきまえろ、囚人。誰に向かって言っている。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。 Soll das ein Witz sein? そう焦らんでいい。抗う術はある。更生するのだ。自由への更生、それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。Moment, was? 断らなかったな。結構、それで十分だ。お前の更生の奇跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務。私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限、ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。Ich habe etwas sehr komisches geträumt. Verderben, Untergang, was hat das zu bedeuten? Tja,
ちゃんと起きてるみたいだな。んじゃ、転校の挨拶しに行くか。お前の行く学校があるのは都内の青山ってとこだ。ここから電車で行くと結構かかるし、乗り換えもめんどくせえし、今日は特別に俺の車で連れてってやるよ。行くぞ。ったく、俺の車に男を乗せる座席はねえんだがな。おとなしくしとけよ。お前がどうなろうと知ったこっちゃねえけどよ、俺に迷惑だけはかけるな。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。正直君のような人間を受け入れるか迷ったんだが、まあいろいろと都合があってな。地元じゃ隠れていろいろやれたのかもしれないが、ここではおとなしくしてもらう。うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。これ学生証。校則よく読んでおきなさい。少しでも違反したら指導室よ。それから君が問題を起こしても私は一切かばえません。そういう約束ですよね、校長先生。うん、全ては彼の責任だ。でも本当にどうして私が。他に適任がいたはずですけど。急な転校でね、空きがあったのが君のクラスしか。説明終わったならもういいですかね。店開けてきてるもんで。さくらさん、注意して見ていてくださいよ。外でトラブル起こさないように。ま、自分がどんな立場かはきつく言って聞かせますよ。明日登校したら職員室に来なさい。教室まで案内するから。完全に厄介者だなお前。前があるってな、ああいうことだ。住む場所が変わったってやったことはなくならないってこった。というか、今度退学になったらうちからも追い出すぞ。Ich passe auf。しかし、学校ってな、今も昔も変わり映えしねえな。帰るぞ。大変ですね。前歴者を押し付けられるなんて。男の先生の方が適任ですよ。なんであんなの編入させたんですかね。さあ、校長のご判断ですから。学園の実績のためって聞きましたけど。実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。本当ですよ。気をつけてくださいね。もっともあんな生徒何かあったら追い出しますがね。いっそ不登校で来ないでくれたらなんて考えちゃいますよ。まあ教師の言うべきことじゃないですが。
では、私は練習に戻らないと。大会、近いですもんね。周りの期待が大きすぎるってのも考えものですよ。陸上部の分まで頑張らないと。まあ、そうですね。なんで私のクラスなの？全然すまねえ。明日から電車に乗って行けよ。どうだった学校、やってけそうか？ Gefällt mir gut。状況分かってんのかね。しかし一度退学くらったのに他へ入り直すとはな。どうせ誰も親身にかまっちゃくれないのに。学校であの調子じゃこの先俺もなんか言われちまうかもしれねえな。めんどくせえの預かっちまったぜ。 Warum hast du mich aufgenommen?頼まれて、なんとなく承諾しちまったんだよな。金だってもらっちまってたし。繰り返しお伝えします。地下鉄ホームで起きた脱線事故の影響で周辺ダイヤに大幅な遅れが。また事故かよ。混電のそれのせいか。多いな最近。そういや先月に大きな交通事故があったな。お前がこっち来る前の話。亡くなった後15歳だったっけか。親御さんさぞかし。この事故に伴い渋谷駅周辺に交通規制が敷かれ、渋滞に拍車がかかることが予想されます。勘弁してくれよ。まもなく1番線に下り方面行き普通電車が参ります。黄色い線車両異常を確認中です。入構確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。つながりがあるとでも言いたそうだな。まあいい。どうだ、久しぶりに一杯付き合わんか。すみません、仕事で先約が。失礼します。呼びました？事件ですか？まだよ、意見も聞きたいだけ。まあ
あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。やれやれ、あんなに渋滞するとはな。ひどい目にあったぜ。今日は店どうするかな。まあいい、とりあえず上がれ。私特問がある。ひでえ事故だな。80人も巻き込んだのかよ。日記帳だ、つけとけ。保護観察中だって。別に行動に特別な制限はない。法律守れってこと以外はな。ただし俺には報告の義務がある。日々の記録だけはつけてもらう。よ、どうした。今から出るよ。大丈夫だって、すぐ行くからさ。じゃあ後でな。じゃあ帰るわ。閉めとくから後は好きにしろ。ああ、店の中荒らすなよ。何かなくなったら突き出すからな。明日から学校だ。さっさと寝ろよ。Ich mache vorerst, was man mir sagt. Ich sollte in mein Tagebuch schreiben, was heute passiert ist. Morgen muss ich früh raus. Ich sollte mich heute gut ausruhen. Leute! Ja, das wird für mich viel Schnibbelarbeit werden, aber das war der erste Part. Sehr ruhig immer noch. Das wird sich im Verlauf des Let's Plays hoffentlich ändern, weil ich dann viel mehr vorlesen muss. Aber am Anfang wird halt viel erklärt. Ihr kennt das. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Mal gucken, wie weit wir in diesem Spiel kommen. Ich bin super gespannt. Also was heißt mal gucken, wie weit wir kommen. Ich meine, wie lange das Projekt gehen wird. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für noch mehr Persona-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!